So, liebe Freundinnen und Freunde des Bad Cannstatt-Vlogs, heute bin ich wieder auf dem Steigfriedhof und möchte mich einer Reihe von 4 Kindergräbern hier an der Südmauer in der Nähe der Altenburgschule zuwenden. Und jetzt laufe ich hier mal rein. Es ist überhaupt ein Grabfeld mit Kindergräbern, auch aus späteren Jahren. Und hier fällt vor allen Dingen ein Grab ins Auge mit einer sehr interessanten Darstellung, nämlich 2 Mädchen mit der typischen damaligen Hahnenkammfrisur, wie sie so in den 40er Jahren, auch noch Anfang der 50er Jahre bei kleinen Kindern üblich war. Die beiden sehen auf dem Bild traurig aus und naja, sie mussten sich auch von diesem Leben verabschieden. Hier ruht unser ganzer Sonnenschein, Ursula und Waltraud Sauselen, geboren am 23. Januar 1941, gefallen, also nicht gestorben, gefallen am 15. März 1944. Diese Zwillinge, wie auch hier die anderen noch vorhandenen 3 Gräbern, sind bei einem besonders schweren Unglück im Rahmen eines Luftangriffs ums Leben gekommen. Und zwar unten in der Haldenstraße in einem Stollen, einem Bunker. Jetzt habe ich es natürlich wieder falsch gesagt, aber das können Sie unten nachlesen. Dort gab es eine Panik am Eingang. Und das heißt, also ein Kinderwagen hätte quer gestanden und hinten sind Leute nachgedrückt und ein Vater hätte seine beiden Kinder nach oben gehoben, damit sie nicht erdrückt werden. Ich kenne auch Leute, die tiefer im Stollen waren an diesem Tag und die sich erinnern, damals Kinder oder Jugendliche gewesen sind. Und es war ein Ereignis, bei dem eine ganze Reihe von Menschen, auch Erwachsene, ums Leben kamen. Und es ist sehr wichtig, dass, finde ich, diese Gräber erhalten bleiben. Und vor einigen Jahren wurde hier sogar eine Gedenktafel angebracht, die ich Ihnen auch gleich zeigen werde. Die ist da hinten, jetzt allerdings im Gegenlicht. Also besonders schön gestaltet und zeittypisch und eben unbedingt erhaltenswert, auch langfristig, ist dieses Grabmal der Familie Sauselen. Und dann haben wir hier ein kleines Engelchen, wurde später nicht allzu langer Zeit drauf gemacht. 1938 bis 1944 Dieter Alois Joos, wenn ich es richtig lese. Ich möchte jetzt das Engelchen nicht bewegen. Also ein weiteres Kind, 5, 6 Jahre alt. Und dann haben wir hier hinten eine Grabstelle mit einer typischen Grabmalsform, so einer kleinen Rundstele oben mit so einem runden Aufsatz, also runden Giebel sozusagen, und einem Kranz. Und darunter der Name Heinz Werner Ulich, geboren 2.12.1939, gefallen in der Nacht vom 15. auf dem 16. März 1944. Die Bezeichnung gefallen steht für den Tod im Krieg. Auch die zivilen Opfer sind gefallen. Und damals hieß es immer in den Zeitungen, gefallen durch Terrorangriff. Das war die Sprachregelung der Nationalsozialisten. Und hier haben wir dann noch Roland Beck, geboren am 13. Februar 1936, gefallen wieder 15. März 1944, und seine Mutter Martha, geborene Lutz, also ich nehme an, dass es die Mutter ist, von den Lebensdaten her 1910 bis 1982. Und wir können uns vorstellen, dass sie also fast 80 Jahre lang immer wieder zu diesem Grab kam und über ihren Sohn und dieses Ereignis nachdachte. Wahrscheinlich ist sie auch dabei gewesen bei dieser Panik, die damals entstand. Ja, und hier ist nun die Gedenktafel, die vor einigen Jahren der Verein für Schutzbauten Stuttgart e.V. gestiftet hat, nämlich 2014, also 70 Jahre nach dem Ereignis. Da ist unten auch so ein Spitzbunker zu sehen. Hier wahrscheinlich der von Feuerbach. Und da steht dann also jetzt drauf, zum Gedenken an die Opfer am Stolleneingang Brücken-Haldenstraße vom 15. 16. März 1944. Bei einem Luftangriff in der Nacht vom 15. auf 16. März 1944 kamen durch eine Panik am Eingang des Luftschutzstollens 23 Personen ums Leben. Darunter waren 12 Kinder und hier, wie gesagt, liegen 5. Zumindest haben sich die Gräber von 5 erhalten. Ein weiteres Kind verstarb 1948 an den Spätfolgen. Und dann sind die ganzen Namen der verstorbenen Kinder und Erwachsenen aufgeführt. Und das finde ich sehr gut, dass das gemacht wurde und auch eine kleine Möglichkeit bestand, hier noch etwas, dass man das abstellen kann. Es gibt immer noch Verwandte
Und es muss jemand da gewesen sein vor kurzem, denn das Ewigkeitslicht, es brennt und ich hab's nicht angezündet. Diese kleinen Engelchen, die erinnern eben an ja, diese 5 Kinder und insgesamt 12 Kinder, die bei diesem schlimmen Ereignis ums Leben kamen. Und ganz besonders anrührend ist es eben, wenn man ihnen quasi ins Gesicht schauen kann, wie hier bei den Zwillingen Ursula und Waltraud Sauselen. Wir müssen glücklich sein, dass wir so lange hier, zumindest auf deutschem Boden, keinen Krieg hatten. Auch wenn manche unserer Soldaten in Kriegen inzwischen wieder im Einsatz waren, auch wenn es Hilfseinsätze waren. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.